Wir sind im Turm des Himmels und haben bisher 4 Trainer herausgefordert. Es gibt noch insgesamt 7 weitere Trainer. Wenn wir diese Person bekämpft und besiegt haben, können wir dann endlich Geraldine treffen. Okay, hey du da. Bestimmt gelingt es mir zu erraten, wer oder was du bist. Mal sehen, du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Ich bin ein Psycho. Man nennt mich Psycho... Aldona. Ich wusste tatsächlich nicht, wie sie heißt, aber Fakt ist, ich wusste auf jeden Fall, dass sie eine Psychoperson ist. Ob man das so sagen kann. Ich meine, die Namen charakterisieren ja die Charaktere. Allein schon, wie sich das anhört. Charakterisieren die Charaktere. Okidoki. Gut, ja, was machen wir? Wir gehen sofort rüber zu Admorei. Auch wenn wir hier eine sehr effektive Attacke gegen Somnivora am Start haben, will ich dennoch nichts riskieren und Lichte sofort zurückholen. Beschwörung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schützt das gegnerische Team vor Volltreffern. Gute Attacke. Okay, Kaltklinge. Wir können die Attacke noch 7-mal einsetzen. Die Attacke geht nicht daneben. Sehr gut. Ein guter Start. Ja, ja, ja. Und der Verteidigungswert sinkt. Sehr gut. Einigler. Ach, komm schon, ey. Dadurch steigt wiederum der Verteidigungswert von Somnivora. Okay, am liebsten würde ich nochmal Kalklinge einsetzen, aber ich möchte sehr gerne sparsam mit der Attacke umgehen. Daher würde ich mal sagen, wir setzen Wasserdüse ein. Und lassen uns überraschen. Ach, wegen der Attacke Einigler. Ey, die Attacke muss daneben gehen. Ja, sehr schön. Admorei hat die Attacke abgewehrt. So habe ich es mir vorgestellt. Admorei, sehr gut, du bekommst jetzt gleich einen Level Up. So, und was ist mit Lichtel? Eigentlich wollte ich ja Lichtel in der letzten Folge einen Sonderbonbon geben, aber nachdem ich gesehen habe, dass es nur noch 1-2 Kämpfe wahrnehmen muss, damit es das nächste Level erreicht, dachte ich mir, dass ich das erstmal so angehen werde, dass es erstmal durch die Kämpfe einen Level abbekommt und dann erst einen Sonderbonbon. Bekannte Attacken behalten, Zugabe brauchen wir nicht. Besonders jetzt nicht mit Admorei, das wäre schade. Oh ja, da ist das 28. Level, sehr, sehr gut. Würde, ja, nehmen wir mal mit fürs Erste. Warum nicht? Ich meine, ist eine nette Geistattacke. Ja, auf Begrenzer verzichten wir. Irrlicht ist auch eine nette Attacke. Die behalten wir erstmal. Begrenzer werde ich höchstwahrscheinlich nicht einsetzen. Und das, obwohl ich sogar schon erraten hatte, dass du ein Trainer bist. Ja, ich meine, es ist ja nicht so wichtig, ob du erraten tust, ob ich ein Trainer bin oder nicht. Fakt ist, hast du eine Chance. Okay, gut. So, noch 2065 Erfahrungspunkte. Komm, jetzt würde ich mal tatsächlich einen Sonderbonbon verwenden. Habe ich ja in dieser Nuzlocke-Challenge nicht so oft getan. Und hin und wieder findet man ja so ein nettes Item. Also sollte man das auch benutzen. Lichtel erreicht das 29. Level. Nee, ist okay. So, raus hier. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gesagt habe mit, wir haben hier insgesamt 11 Trainer. Also ich habe mich vorher nochmal informiert gehabt und ich habe nur 11 Trainer gesehen, die jetzt hier im Turm des Himmels sind. Und die ersten 4 haben wir ja schon in der letzten Folge herausgefordert. Hier sind aber einige Trainer, ne? Ich bin hier, um etwas über das Ende der Welt zu erfahren, aber bisher war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht hilft es ja irgendwie, wenn wir miteinander kämpfen. Okay, let's go. Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir in diesem Part, ja, den Turm des Himmels hinter uns bringen können, damit wir in der nächsten Folge direkt in die Arena gehen können und Trainer dort und die Arenaleiterin Geraldine herausfordern können. Das wäre ziemlich nett. Ich bin schon ziemlich gespannt, Leute, was geschehen wird. Oh, Mythodos auf dem 32. Level. Ja, da haben wir auf jeden Fall wieder ab zu Admorei. Definitivski. Ich bin schon gespannt. Also wenn ich den 6. Arena-Orden noch bekomme, Leute, dann bin ich total zufrieden. Ich habe mich auch tatsächlich gefragt gehabt im Privaten, was passiert, wenn ich diese Nuzlocke-Challenge verhaue? Das bedeutet, ich habe keine Pokémon mehr, die ich in der Nuzlocke-Challenge benutzen könnte.
Auf der einen Seite würde ich es ziemlich schade finden, wenn deswegen dieses LP zu Ende gehen würde, besonders nachdem man jetzt den 40. Part erreicht hat. Ich habe mir überlegt gehabt, und das wollte ich gerne einmal mit euch besprechen, beziehungsweise euch einmal fragen, wäre es okay für euch, dass, angenommen, ich kriege das jetzt nicht mehr hin mit der Nuzlocke Challenge, dass ich das Spiel dann noch durchziehe bis in die Pokémon-Liga als ein ganz normales LP, nicht als eine Nuzlocke Challenge, sondern als ein ganz normales LP, weil ich meine, irgendwo ist man ja schon sehr weit gekommen und ich würde es tatsächlich für schade halten, wenn man dann auf einmal einen Cut macht. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, ich höre mir an, was ihr da zu sagen habt und dementsprechend werde ich handeln. Ein feuriger Pokémon-Kampf erfreut jeden trägen Geist. Naja, die Nuzlocke-Challenges sind einmal so entstanden aus Interesse und weil einige Zuschauer mich darauf angesprochen hatten, weil sie meinten dann wiederum zu mir, dass sie ja mehr Freude an den LPs hätten oder mehr Interesse daran hätten, sich dann in diese LPs reinzuziehen, ne? Deswegen mache ich auch Nuzlocke-Challenges. Ich meine, es wäre jetzt auch nicht schön, wenn ich ein LP mache, was euch total langweilt. Das wäre jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Aber dennoch bin ich trotzdem der Meinung, dass man, ich sag mal in Anführungszeichen, ja, als YouTuber oder jemand, der einen YouTube-Kanal pflegen tut, dennoch das tun sollte, was diese Person möchte, weil der Kanal soll ja deine Persönlichkeit widerspiegeln. Also, wenn man diesen Kanal besucht, dann soll man halt, ja, den Content von Kansha sich reinziehen können. Wer ist diese Person? Wer ist diese Persönlichkeit? Wer ist dieser Charakter? Was ist sein Content? Also, Hauptsache keine billige Kopie sein und auch eigenständig handeln. Das bedeutet, den Leuten das zeigen, worauf man selbst Bock hat und wer man selbst ist. Das ist ja das Coole an YouTube. Ich meine, lieber ziehe ich mir 10 verschiedene YouTuber rein mit 10 verschiedenen Persönlichkeiten als 10 YouTuber, die sich alle ähneln. Wisst ihr, was ich meine? Klar, inhaltmäßig kann man sich immer ähneln, besonders im Gaming-Bereich. Aber warum sollte ich jetzt zum Beispiel Person X kopieren? Dann wäre ich nur eine billige Kopie und das Originale ist doch schon vorhanden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich ziehe mir lieber die Leute rein, die auch die selbst sind. Okay, jetzt habe ich auf Fluch gar nicht mehr geachtet, ne? So. Golbit, kann ich jetzt das Pokémon wechseln? Das wäre ziemlich nett. Gut gemacht, Atmurai. Ja, das passiert mir sehr oft, wenn ich auf einmal im Redefluss bin. Blende ich irgendwie das, was gerade vor mir geschieht, aus. Warum? Keine Ahnung. Okay, Golbit. Würden wir eine Geistattacke von Golbit aushalten? Das ist halt so eine Sache. Ich würde sehr gerne Golbit angreifen, aber auf der einen Seite denke ich mir, mit Atmurai würde ich dann noch eine gute Figur abgeben. Apropos Atmurai, ich muss mal nach dem Kampf dem Atmurai einen Hypertrank geben. Die Attacke Fluch hat schon ordentlich gesessen. Eisenabwehr, okay, der Verteidigungswert steigt. Ja, ich freue mich so sehr auf das nächste Pokémon Let's Play, was ich hier auf diesem Kanal bringen werde. Ich denke, der eine oder andere kann sich denken, welches Spiel es sein wird. Es wird auf jeden Fall ein Spiel aus der 6. Generation sein. Entweder die 6. Generation oder ein Spiel von den Remakes der 3. Generation. Ich weiß aber auf jeden Fall, welches ich schon LPen werde. In deinem Herzen brennt das Feuer der Leidenschaft. Auf jeden Fall, schön erkannt. Die Seher-Attacke hat auf jeden Fall etwas bewirkt. Ist da noch ein Trainer? Das sieht so aus, als wäre da noch jemand. Doch vorher bekommt Atmurai erst einmal einen Hyper-Trank. Ne, hier. Okay. So. Hier, unter der Treppe ist da noch ein Trainer. Hier. Ne, das ist kein Trainer. Okay, alles klar. Das ist aber ein Trainer. Oder eine Trainerin. Ich kann spüren, wie uns die Seelen der Verstorbenen um einen Kampf anflehen. Ja, wo sind sie denn? Also, willst du mir sagen,
Die stehen vor dir und machen gerade einen Kampf gegen dich. Was ist los mit dir, Psycho Brooke? Die ist wirklich Psycho. Psycho. Was schnackt sie da? Aber egal. Lasst uns hier einmal die gegnerischen Pokémon uns anschauen. Ein Lächtel auf dem 31. Level. Nee, ich gehe eine Nummer sicher und haue ab. Über zur Atmurai. Außerdem ist Lächtel ein Feuer-Pokémon neben dem Typen Geist. Daher ist alles easy going. Würde, okay. Jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Ja, 16 Kraftpunkte. Wasserdüse müsste total ausreichen. Auf jeden Fall. Definitiv. Ich hätte mich tatsächlich gewundert gehabt darüber, wenn Lächtel diese Attacke irgendwie noch ausgehalten hätte. So, sehr schön, Nero. Du bekommst nochmal 207 spezielle Erfahrungspunkte. Flekiamo. Geh eine Nummer sicher und bleibe erstmal mit Atmurai im Kampf. Wir wollen ja nichts riskieren und keine Pokémon verlieren. So, ich ziehe das Ding hier durch mit der Wasserdüse-Attacke. Kaiklinge. Ja, ansonsten benutze ich einige Items. Hör doch auf, ey. Jetzt ist mir Atmurai verliebt, oder was? Oh, Atmurai. Meinst du kriegst das noch hin, Kumpel? Kriegst du das noch hin? Ach, schade. Oh, jetzt kommt Winchnet. So, ich probiere mal einige Runden aus. Und check die Lage ab, ob wir hier mit Atmurai klarkommen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Konzentration. Ja, Atmurai, super. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keine Lust, hier die ganze Zeit rumzuverweilen. Sehr schön, das ging aber ruckizucki. Hypnomorbo bekommt auch nochmal 605 Erfahrungspunkte. Puh, jetzt scheinen sie langsam genug zu haben. Die Geister? Dich muss man erstmal verstehen. Und du willst doch auch bestimmt kämpfen, oder? Ja, warum nicht? Oder wartet mal. Vielleicht will sie ja unsere Pokémon heilen. Du benötigst meine Dienste als Pflegerin? Sehr gern. Wenn du mich besiegst, heile ich dein Pokémon-Team. Nice, Leute. Dann muss ich nicht irgendwie auf Krampf ins Pokémon-Center zurückkehren oder irgendwelche Items verwenden. Helga, okay. Mit ihr zusammen müssten wir jetzt, glaube ich, hier in diesem Bereich gegen 5 Leute gekämpft haben. Das bedeutet, wenn wir eine Etage höher gehen, werden wir noch 2 Trainer treffen. Diese Trainer müssten dann höchstwahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen Trainern die stärksten Trainer sein. Okay, alles klar. So, ja, cool. Ein Molimorba. Da würde ich mal Nachtnebel einsetzen. Schmeichler. Och, hör doch auf. Der Spezialangriffswert steigt zwar, aber dafür sind wir verwirrt. Ich könnte aber einen Hyperheiler verwenden. Das war sowas von klar, dass es sich selbst verletzen wird. Nervig. Ich gehe rüber zu Atmurai. Weh, du setzt jetzt nochmal Schmeichler ein. Ich meine, die computergesteuerten Spieler sind ja auch nicht blöd. In Anführungszeichen sind ja auch nicht blöd eingestellt. Prediction Style. Könnte er vielleicht dieses Pokémon jetzt einsetzen? Dann setze ich mal lieber diese Attacke ein. Etc. etc. Kennt ihr doch aus den Wi-Fi Battles. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. 216 Erfahrungspunkte gehen an Neorax Marmolida. Ne, wir machen weiter mit Atmurai. Besser ist es. Okay, Helga. Marmolida ist auch ein geiles Pokémon. So, direkt mal Kaiklinge einsetzen. Jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Na, immerhin. Okay, dafür sinkt der Verteidigungswert. Super. Weckruf. Okay. Würde ich jetzt am Schlafen sein und dieses Pokémon setzt die Attacke ein, dann hätte ich davon profitiert. Dann wäre ich wach geworden. Seher. Oh oh, ich muss sofort dem Atmurai einen Hypertrank geben. Ich habe die Seher-Attacke total vergessen. Wie schnell man sowas vergisst, ne? Solche Attacken sollte man definitiv nicht unterschätzen, ey. Auf einmal kommen sie und du verlierst Kraftpunkte, die du gar nicht verlieren möchtest. Besonders, wenn du nicht mehr so viele Kraftpunkte übrig hast. So, wir machen weiter mit Kalklinge. Oh, Schutzschild, nervt doch nicht. Schutzschild würde dir eher, oder beziehungsweise würde dir erst dann etwas bringen, wenn ich vergiftet bin, wenn du die Attacke Wunschtraum eingesetzt hast, oder wenn du das Item Überreste bei dir hast. Wieder Schutzschild, hä?
Wieso klappt das jetzt hier zweimal hintereinander? Einmal ist doch genug, ey. Toll, jetzt kann ich Kai-Klinge nur noch einmal einsetzen. Okay, immerhin treffen wir. Immer positiv denken. Ich meine, wir hätten ja auch daneben treffen können. Weckruf wieder. Dennoch macht die Attacke guten Damage. Okay, jetzt nicht mehr. Ah ja, das von eben war ein Volltreffer. So, ich würde mal sagen, wir setzen Schlitzer ein. Och nein, jetzt kommt ein Hypertrank. Helga, also Helga, warum tust du mir das jetzt an? Was soll denn das, Helga? Oh, nicht schlecht, der Damage war gut. Jetzt kommt Schutzschild bestimmt. Oder auch nicht. Hat nicht ausgereicht, jetzt kommt Weckruf. Links, rechts, links, rechts. Komm schon, kein Schutzschild. Und ja, na endlich. Ich dachte schon, wie lange wird das denn hier dauern? Aber okay. Level 36. Also bitte, dein Pokémon-Team ist doch putzmunter. Ja, jetzt nicht mehr. Versprochen ist versprochen. Hier, das wird deinem Pokémon-Team gut tun. Nice! Darüber kann man sich doch nur freuen, Leute. Ist es nicht toll, dass alle Menschen und Pokémon ihre ganz persönlichen Stärken haben? Meine Stärke ist das Heilen von Pokémon. Ja, meine Stärke ist, sie zu trainieren. Okay. Ah, da habe ich wohl nicht falsch gelegen gehabt, Leute. Ich meine, ich sehe jetzt gerade nur zwei Leute, die hier stehen. Dann würde ich mal sagen, den fordern wir jetzt heraus. Es gibt noch zwei Items hier, das ist aber schön. Woher der Turm des Himmels wohl seinen Namen hat? Ach, ist ja eigentlich unwichtig. Lass uns lieber eine Runde kämpfen. Du, gegen ein Kämpfchen hätte ich nichts. Hätte ich kein Problem. Dagegen hätte ich tatsächlich nichts. Genau. Koji, okay, du hast nur ein Pokémon dabei, sehr gut. Bisbark, ah, das ist wiederum nicht so gut. Bisbark ist so ein gefährliches Pokémon. Och Mist, ey, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also, wenn es eine normale Attacke einsetzen würde, würde es wirkungslos sein gegen Lichtel. Es könnte aber Knirscher drauf haben. Ne? Daher würde ich doch mal glatt sagen, wir gehen sofort zu Admorai rüber. Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Bisbark ist so ein Pokémon, das sollte man nicht unterschätzen. Was? Da kommt eine Elektroattacke? Wie ist das denn? Ein Volltreffer. Gut gemacht, Admorai. Boah, ich liebe dich. Gut gemacht. Sehr, sehr schön. Das war fantastisch. Ein auf den, okay. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal zurück zu Helga und lass mein Admorai erstmal zu vollen Kraftpunkten wieder kommen. Besser ist es, ey. Das tue ich mir nicht an. Ich meine, Bisbark, alleine schon Donnerzahn, ey. Wie kommt dieses Pokémon da drauf? Beziehungsweise, wie kommt der Koji da drauf, dass ich zu Admorai rübergehen werde? Das war ein bisschen strange. So, erstmal einen Top-Shots aktivieren, klar. Sonst würden wir die ganze Zeit von wilden Pokémon angegriffen werden, was jetzt auch nicht so cool wäre. Aber das sieht doch so geil aus, oder nicht, Leute? Sagt mal, das ist doch Hammer, oder? So, erstmal das Item aufheben. Oh, toll. Ein Beleber. Ich verkaufe es einfach. Komm her! An diesem Ort finden unter anderem Pokémon, die in der Einalregion trainiert wurden, ihre letzte Ruhe. Ja gut, dann sollten wir hier nicht so viel Lärm machen. Aline, okay Aline. Kann es sein, dass die Astrainer immer blaue Haare haben? Nicht, dass mich das stört. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Ein Flettiano auf dem 32. Level. Und Lichtel ist auf dem 29. Level. Es ist kurz davor, das 30. Level zu erreichen. Nee, Mann. Ich will es immer noch nicht riskieren. Wisst ihr, wenn ich mir mal so Gedanken über die Typen mache, dann juckt es an meinen Fingern, die Attacken Nachtnebel oder Börde einzusetzen, da Geisterattacken Psycho-Pokémon sehr effektiv treffen. Aber ja, also Flekiamo ist auf dem 32. Level. Lichtel ist auf dem 29. Level. Okay, dieses Lichtel hat das Wesen Kauzig, die Verteidigungs- bzw. der Verteidigungswert und der Spezialverteidigungswert sind okay.
aber ja. Nicht, dass es mich irgendwie so krass erwischt und mit einem Volltreffer erledigt. Wieso habe ich jetzt Wasserdüse eingesetzt? Voll unnötig. Ja, wie bereits erwähnt, nicht, dass es mich irgendwie mit einer Unlichtattacke oder mit irgendeiner anderen Attacke sehr heftig trifft. Und dann verlieren wir Lichtel und hey, also komm schon. In der vorletzten Folge habe ich einen Navitaub gefangen und war so happy und genau in derselben Folge habe ich Navitaub auf ganz blöd verloren, ey. Nur weil ich die ganze Zeit im hohen Gras war und Navitaub liegen lassen habe. Gibt nur Morba. Ne, wir ziehen das Ding hier durch zur Sicherheit. Kommt. Natürlich ist es gut, wenn wir unsere Pokémon trainieren, aber ab jetzt will ich nicht mehr so viel riskieren. Ich will gewinnen. Ich will vorankommen. Sehr schön. Keine Chance. Kalkling ist zu heftig. Okay, das müsste jetzt der letzte Trainer bzw. die letzte Trainerin gewesen sein, hier im Turm des Himmels. Dein Lebenswille ist ausgesprochen stark. Danke. Ich komme hier nicht raus. So, hier erstmal nehmen wir das Item mit. Dunkelklaue. Uiuiui. Oh, Dunkelklaue. Nicht schlecht. Eine physische Attacke ist eine Geistattacke. Okay, aber gut zu wissen. So, was haben wir hier? Okay, jetzt sind wir auf dem Turm. Beziehungsweise jetzt haben wir die Spitze des Turms erreicht. Boah, wie das aussieht, ne? Geil. So, Geraldine, ich bin hier. Wo ist das verletzte Pokémon? Oh, ist das nicht die Glocke? Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Beleber gegeben und es war ihm nun wieder fit genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Du, Geraldine, falls du Items wie Beleber, Top-Beleber brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich verschenke sie auch. Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings sollte das bei einem Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen hallt ihr Klang wieder. Wie bitte? Soll ich das wirklich tun? Okay, das ist die Glocke des Turmes, des Himmels. Lässt du sie erklingen? Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Das war schon. Welch lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Kansha, und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panaero City und ich benutze Flug-Pokémon. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist dort herzlich willkommen. Oh yeah, das lasse ich mir ganz bestimmt nicht zweimal sagen. So, okidoki. Was machen wir, Leute? Wir kehren erstmal ins Pokémon Center zurück. Ich möchte nur etwas ausprobieren, damit mein Gewissen Ruhe gibt. Kann man von hier aus fliegen? Also ich weiß nicht, ich kann es mal probieren. Sieht aber so aus, dass das geht. Beziehungsweise, dass das doch gehen würde. Okay, das geht. Alles klar, alles klar, alles klar. Nee, ich glaube, in der ersten Generation, wenn man irgendwo ganz oben war, konnte man Fliegen nicht einsetzen. Okay, erstmal rein in das Pokémon Center, definitiv. Ja Leute, wie wollen wir denn jetzt in der Arena vorgehen? Soll ich das so weitermachen mit dem Leaden? Also Lichtel lasse ich leaden und dann hole ich es wieder zurück? Oder soll ich es, beziehungsweise soll ich die Kämpfe gleich mit Atmurai angehen? Okay, worauf sollte ich aufpassen? Boah, der Sprachfehler ist auf jeden Fall am Start. Worauf sollte ich achten? Klar, es gibt ja auch Flug-Pokémon, die neben dem Typen Flug den Typen Elektro haben, also Emolga. Das bedeutet, ich sollte auf jeden Fall aufpassen vor solchen Pokémon. Ansonsten sollte ich eine gute Figur abgeben mit Atmurai. Ne? Ja, ich weiß nicht, Leute. Mit Lichteliden ausnehmen, damit es Erfahrungspunkte bekommt. Nee, ich glaube, ich ziehe das Ding hier gleich durch mit Atmurai. Hypnomorbe lasse ich immer noch den EP-Teiler mit sich tragen. Und um Lichtel kümmern wir uns dann
ab der übernächsten Folge, sag ich mal, ne? Und ja, okidoki, Leute. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier einen Cut machen und das Spiel abspeichern. In der nächsten Folge werden wir dann die Geraldine herausfordern. Mal gucken, wie wir uns machen werden. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.